So Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Mount & Blade Warband Staffel 3, Folge Nummer 195. Merkt euch diese Folge, denn diese Folge, guck mal, da kommt noch 94er. Oh, belagern wir. Belagern wir die Hauptstadt. Alter, wie viele Leute sich mir anschließen, oh Gott. Greifen wir die Hauptstadt des Königs an, des König des Nordens. Oh mein Gott, ich bin so nervös gerade. Wir haben den absoluten Elite-Trupp. Und die Stadt ist übelst easy einzunehmen. Man kommt übelst einfach da hoch. Oh, das ist nice. Oh Junge, und wir haben übelst gute Bogenschützen. Meine Bogenschützen sollten hier easy aufräumen. Armbrustschützen und was weiß ich. Oh, wie wir hier den König des Nordens angreifen, seine Hauptstadt. Und der König verteidigt auch selber mit. Der hier ist ja auch mit vorhanden. Oh, ich freue mich gerade voll. Das läuft auch ziemlich gut, ne? Meine einzige Hoffnung ist halt, dass sich unsere Leute jetzt nicht wieder irgendwie durch einen Bug hier blockieren. Weil das würde alles kaputt machen. Oh, guck mal hier, wir kriegen alle schöne Headshots. Ziemlich einfach. Genau, und zu dem Zeitpunkt verschieße ich all meine Pfeile. Treff nicht. So, nice one. So, sind denn links noch Leute? Sieht nicht so aus, ne? Nee, die haben sich. Oh, Junge, wie die sich als Trupp darum kümmern, Alter. Die laufen so zusammen. Ach, das ist die Stadt, okay. Gut. Das ist die Stadt, wo du selber als Charakter Justus bist. Außer du stehst an vorderster Front. Was halt natürlich eigentlich ziemlich dumm ist. Ja, das wird jetzt ziemlich lange dauern. Also, wir haben die Stadt schon safe. Das sag ich euch jetzt schon, aber das wird halt ziemlich lange. Was sind unsere ganzen Leute? Ah, wir kriegen Verstärkung. Ja, wir müssen jetzt. Wir kämpfen, glaube ich, gegen 600 und die werden da jetzt alle nacheinander spawnen, also. Aber ich wollte mal schauen, dass ich mich nur um die Bogenschützen jetzt kümmere. Weil ansonsten sind meine Leute safe. Guck mal, der wirft noch ein paar Speere. Ich kann halt auch nicht viel machen, ne? Dieser Kampf wird nur an der Treppe stattfinden, das ist das Problem. Fuck, kriege ich jetzt nicht mehr, glaube ich. Ne. Oh Gott! Jo, dann heißt es, glaube ich, zuschauen, ne? Aber wir haben auch ein paar andere Schützen, die da drauf schießen, da das ist nice. Guck mal, da schießt noch einer. Wäre cool, wenn wir das Häuschen hier erobern würden, wenn wir das in der Zeit schaffen würden, aber die Gegner spawnen viel zu schnell. Weil das Häuschen ist so ein Punkt, der ziemlich nice ist. Aber ich glaube, wir kommen sogar drauf ein bisschen, oder? Ne, wir kommen nicht drauf, leider. Aber wir kriegen auch Verstärkung, das heißt, wir müssen einfach nur die Treppe halten, mehr ist es nicht. Guck dir den an, komm. Oh. Ne, den kriege ich leider nicht. Leider nicht. Kann ja mal schauen, ob ich überhaupt aufnehme, weil die Folge ist mir sehr wichtig. Ah, das fühlt sich gut an, es den Königreich Nord zurückzuzahlen. Ja, die haben uns so viele Vasallen genommen. So, so viele. Na komm, gib mir mal die Pfeile. Hier unten kriege ich nicht mehr, ohne runterzufallen. Nee. Ich glaube, ich krieg sogar. Ah, ich muss Headshots machen, Mann. Ah, das war's mit meinen Pfeilen, Jungs. Was guckt der denn runter? Ist unten ein? Ah. Aber das ist blöd. Jetzt gehen vier Leute hier runter, um einen zu machen, weil der da hinten runtergefallen ist. Helft lieber an der Treppe, Jungs. Und blockt euch nicht. Wäre relativ vorteilhaft. Ah, die Stadt sieht auch richtig schön aus. Ich liebe diese Nordstädte sind. Diese Nordstadt ist so schön, ne? Einfach nur dieses Holz. Diese Häuser aus Holz. Oh, wir haben uns schon zur Treppe vorgekämpft. Die gehört uns. Aber die Treppe ist eigentlich nicht so gut, ne? Da haben wir jetzt. Die Treppe ist, glaube ich, ein Platz, wo man sehr im Nachteil ist. Können wir noch irgendwo Pfeile aufheben? Guck mal, hier ist noch einer.
H3 haben wir sogar noch, gut. Ich glaube, wir bräuchten mal ein bisschen Verstärkung, oder? So langsam. Oh, guck mal, du hörst auf, unsere Leute zu beschießen. Ist das ein Deal? Deal, ne? Da haben wir auch keine Pfeile mehr. Oh mein Gott, wir haben uns schon zum Spawn vorgekämpft. Leute, ey, die Stadt ist so safe uns. Boah, aber wirklich ein Riesendanke an all die Fürsten, die uns helfen. Ey, das ist echt nice. Man muss halt aufpassen, dass die Stadt dann safe uns gehört. Weil, wie man sieht, die ist nicht gerade einfach zu verteidigen. Weil man kommt halt übelst easy hoch. So, jetzt kann ich auch endlich mal was machen. Oh, ja, die Gegner spawnen, glaube ich, nicht mal mehr. Das war's, Jungs. Eine 5. Oh, okay, sie spawnen vielleicht doch noch. Dann halt doch keine 5-Minuten-Schlacht. Aber ich glaube, ich muss ja gleich mal runterspringen. Ich glaube, es wäre einfach schlauer, jetzt hier einfach nur zu blocken. Ja. Ich kann hier nicht viel machen. Wenn ich blocke, denke ich sehr viel Aufmerksamkeit auf mich. Na boah, das geht eigentlich. Ja, hier, der König kämpft mit an vorderster Front. Aber wenn so eine Stadteroberung jetzt nicht unsere Leute langsam mal motiviert. Fuck. Aber ich finde es gut, dass ich runtergefallen bin, weil neue Feinde sind eingetroffen. Die hat mich, glaube ich, ziemlich zerstört. Ich war da nicht so ganz safe, gut. Aber ich gehofft habe, das war nur eine 5-Minuten-Belagerung. Ha, Nordfuskal. Ich bin nur bewusstlos geschlagen worden, das ist sehr gut. Ja, das sind zu viele gespawnt jetzt. Wir brauchen Unterstützung. Also wir fallen jetzt, glaube ich, zurück. Ja, unsere Unterstützung kommt sowieso. So, ich gehe mal auf den kleinen Turm hier. Um mir einen Überblick zu verschaffen. Obwohl, wir haben noch ziemlich viele Leute, ne? So, vielleicht kann ich. Ohne das ziemlich angreifen. Ja, das ist ein Safe Spot, glaube ich. Jetzt noch von oben schlagen. Na wohl, dann pass auf. Das ist ein schöner Schlag, ey. Einfach schön durch den Kopf rammen. Ne, jetzt spawnen aber keine neuen Leute mehr, glaube ich. Ne. Och nee, Alter, ich bin so inkompetent. Fuck. Gib mir doch nicht. Und sterben aber gerade ein paar viele. Ah, das einzige Problem ist jetzt halt, dass wir, ja, wieder die ganzen, unsere ganzen Männer da reinstecken müssen. Obwohl, eigentlich nur, wir stecken da einfach nur 60 rein. Das sollte, glaube ich, passen. Ich würde die Stadt auch übelst gerne jemand anderem geben jetzt, ne? Aber, ja, das war's, das war's. Oh mein Gott! Nice one, Jungs. Well played, Alter. Wir haben nur 6 Tote. Das ist noch besser sogar. Immer schön die Füße. Oh mein Gott, das sieht so nice aus. Oh mein Gott, guck doch mal, wie schön das aussieht mit dem Meer. Oh, Alter, warte, da muss ich kurz das Thumbnail von machen, glaube ich. Also, sorry, aber das sieht ja mal richtig nice aus. So, mache ich das so? Das mache ich so. Boom, Alter. Wow. Ey, die Folge muss ich mir merken. Das ist, glaube ich, Folge 195 oder 96, ne? Ah, hier kann man richtig nice... Oh, das wird nice aussehen. Und so. Boom. Aber jetzt sollte ich vielleicht, gewinnen. Alter, nicht, dass ich jetzt noch sterbe. Weil ich Thumbnails mache. Boom. Nice one. Schön hier. Oh, haben wir gewonnen. Ich habe gedacht, ich werde von alleine rausgelassen. Oh, das sind ziemlich viele. Und ich habe nicht mehr viel Leben. Aber gut, ich regel das. Aber warum kämpfe ich nicht mit meinen Leuten? Oh, Jungs, hier stand immer König Ragnar. Hier stand er immer. Oh, what the fuck. Nice. Oh mein Gott, hier stand er immer. Das war sein Platz. Jetzt ist es meiner. Ich schenke euch die Freiheit, mein Freund. Mit dem bin ich ja eigentlich gut, ne? Ich habe so viel für den gemacht, aber dann ist er uns ja einmal in den Rücken gefallen, ne? Dann hat er einmal einfach Krieg gegen uns gemacht, obwohl wir mit dem gut sind. Guck mal hier, Wege, Leute. Wo sind sie? Wege, boom. Wege, boom. Wege, boom.
Nice, und ich liebe Wege, Leute. Gut, jetzt muss ich halt nur aufpassen, dass ich die Burg erstmal, die Stadt erstmal keinem gebe. Genau. Dass dann nämlich Leute drin sind, ne? So lief es doch immer. Da sind jetzt 37 drin. Das ist okay. Ich habe jetzt gedacht, es sind sowieso nur 40 drin. Und Männer, vielen Dank für die Schlacht. Die war wundervoll. Die war echt nice. Oh, Jungs, Jungs. Die Nordsleute haben noch zwei Städte. Die sind jetzt so gesplittet. Jetzt muss ich zu meiner Frau. Okay, ich mache erstmal Leute rein und sage dann meiner Frau, die Stadt soll mir gehören. Oh mein Gott, und jetzt können wir uns noch mehr Nordsleute holen. Nice. Na komm, gehen da mal Wegequalität rein. Boah, und ich muss da unbedingt Bogenschützen reintun. Unbedingt. Ihr habt ja gesehen, man kommt so easy drauf. Da müssen die Bogenschützen übelst viel Arbeit machen. Scharfschützen, Scharfschützen. So, wie viel sind das jetzt? 108, das reicht. Das reicht mir komplett. So. Guck mal, das können wir uns dann auch noch nächste Folge eigentlich snacken. So, 29 Ehrenwertung, das läuft auch. Und uns wird im Moment nichts weggenommen, ne? Also keiner verlässt uns. Na, guck mal, dann helfen wir da eben nochmal schnell. Machen wir noch eine kurze Schlacht. Oh, das sieht auch voll schön aus. Oh, das Spiel ist gerade. Gerade ist echt schön. Wo müssen wir denn hin? Auf den Berg, ne? Auf den Berg. Oh Gott, würde man jetzt auf dem Berg sein, hätte man so eine harte Vorteilsposition. Oh, das glaubt ihr gar nicht, ey. Ein Fluss und erhöhte Position. Krass. Aber da sind sie auch schon. Ich bin zwar noch ein bisschen angeschlagen von der Belagerung, aber egal. Was sind halt noch so wenige? Das passt eigentlich perfekt, ne? Haben wir jetzt 12 Minuten durch, Jungs. Aber würde ich sagen, ne, wenn euch diese übergeile Folge gefallen hat, würde ich mich übelst über eine positive Bewertung freuen. Und ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr immer so kräftig meine Videos schaut und mich so unterstützt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ja, ciao.